Jedes Mädchen möchte George Clooneys nächste Freundin sein, oder? Naja, nicht wirklich. Sandra Bullock sagte kürzlich, dass er nicht jedermanns Geschmack sei. Aber der gut aussehende Schauspieler weiß, wie er sich wieder ins rechte Licht setzt. George sagte im Interview, sie sagt zwar, dass sie mich nicht attraktiv findet, aber sie ruft mich jede Nacht um 3 an, betrunken und fragt, hey George, was machst du so? So geht es ständig. Ich schicke ihr dann eine Flasche Tequila. Natürlich scherzt er nur. Sie sind seit 25 Jahren befreundet und Sandra sagte in der UK Morning Show, dass sie sich schon so lange kennen, dass sexy lange vergangen ist. Sie meint nicht, dass er nicht sexy ist. Denn er ist sehr, sehr gut aussehend. Wenn man jemanden mag, der charmant, klug, talentiert und erfolgreich ist, sie scheinen wirklich nur Freunde zu sein. Auch wenn es Funken zwischen den beiden gibt, wird aus dieser Romanze wohl nichts werden.